Ja, schönen Abend. Ich wünsche euch allen wieder ein herzliches Willkommen bei unserem heutigen Thema, das wir uns gestellt haben. Es freut mich, dass wieder gleich einige live dabei sind und andere vielleicht die Gelegenheit haben werden, das später nachzuhören, was wir heute wieder miteinander überlegen wollen. Wir haben wieder eine Woche hinter uns und ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, seit dem letzten Thema auch über dieses Thema der Sprache und ihrer Entwicklung, ihrer Herkunft auch weiter etwas persönlich nachzudenken und euch eure eigenen Gedanken zu machen darüber. Und es würde mich natürlich auch zwischendurch interessieren, wie ihr persönlich darüber denkt. Jeder hat so sich vielleicht seine Gedanken gemacht. Vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, mit dem ihr nicht so ganz einverstanden wart. Oder vielleicht auch manche Dinge vielleicht nicht recht verstanden habt, dass es vielleicht nicht so ganz verständlich präsentiert war. Ich wäre ja natürlich an Rückmeldungen in dieser Richtung interessiert und ja, grundsätzlich möchte ich ja zu all meinen Themen sagen, dass ich nicht da bin, um hier einen Absolutheitsanspruch zu erheben über alles, was ich da von mir gebe und was ich versuche hier an Erklärungen zu geben. Ich bin also immer offen auch dafür, dass man mich vielleicht da und dort auch aufmerksam macht auf vielleicht Schwächen oder Widersprüchlichkeiten in der Deutung gewisser Texte oder gewisser Themen. Fühlt euch also auch frei, das auch zu machen und man kann ja eigentlich nur aus einem Austausch weiterkommen in unserer Kenntnis und in unseren Vorstellungen und das sollte ja immer dazu führen, dass wir ein besseres Verständnis über die Bibel und ein besseres Verständnis über Gott und seinen Plan und über all das, was auch mit dieser Welt und mit uns persönlich vorhat. Also sollte, auch wenn es hier mir nicht möglich ist, in einem Austausch direkt zu sein, ist ja manchmal etwas schwierig, nur vor einer Kamera zu sitzen und da seine Gedanken zu äußern. Es ist immer sehr schön, wenn man auch Publikum vor sich hat und gleich in ein Gespräch kommen kann über das eine und das andere. Aber es ist jetzt in dem Sinn nicht möglich, aber vielleicht über die Kommunikation, die es ja gibt, über E-Mail dann auch und vielleicht ab und zu in dieser im Chat, aber leider funktioniert das nicht so ganz irgendwie. Klicke ich da immer irgendwie aus, aber hoffe, es stört euch nicht und wir haben trotzdem eine mögliche Kommunikation. Das Thema für heute Abend habt ihr die Überschrift angegeben. Es geht um die Sprache als Gottesbeweis. Vielleicht ein herausfordernder Titel. Vielleicht mag sich der eine oder andere schon an den Titel stoßen. Wie kann man hier nur von einem Gottesbeweis reden? Und es ist durchaus üblich, dass in der Theologie allgemein heute sehr demütig mit dem Gottesbeweis umgegangen wird. Und ich meine, dass es vielleicht manchmal eine gewisse ja, Furcht ist oder eine gewisse Sorge, eine gewisse Angst sogar, von einem Gottesbeweis zu sprechen. Denn wenn wir von einem Beweis sprechen, dann denken viele an wissenschaftliche Beweise und wissenschaftlich muss alles empirisch bewiesen werden. Das heißt, was ich nicht sehe und was ich nicht höre und was ich nicht irgendwo wirklich stichhaltig ganz deutlich beweisen kann, das wird nicht als Beweis anerkannt. Und so meint man, weil man eben Gott noch nicht gesehen hat, weil man noch nicht bei der Arbeit irgendwo in seinem Wirken gesehen hat, wenn man in den Himmel schaut, noch keinen Gott gesehen hat, wie es damals Juri Gagarin, der erste Weltraumfahrer, gesagt hat, nicht, der ist da in den Himmel hineingefahren, aber er hat Gott nirgends gesehen. Eigentlich eine primitive Aussage, aber für viele hat das gereicht, dass man meint, ja, jetzt wissen wir es endlich, dass es diesen Gott gar nicht gibt und dass das alles nur eine Erfindung von Menschen ist. Und weil man ihn nämlich gesehen hat, kann man ihn auch nicht sagen, dass man es bewiesen hätte, dass es Gott existiert. Ich meine, wenn ich jetzt so im Winter, im Schnee,
hinausschaue und ich sehe da irgendwelche Spuren durch den Schnee, dann schaue ich mir diese Spuren etwas näher an und dann werde ich erkennen, aha, das sind Menschenspuren, das sind vielleicht Katzenspuren, das sind vielleicht Vögelspuren. Und wenn ich also jetzt hier Menschenspuren sehe, zum Beispiel in einem Schneefeld, dann ist das für mich ein Beweis, hier war ein Mensch, hier ist ein Mensch unterwegs. Das ist für mich ein Beweis, da muss ich jetzt den Menschen nicht gesehen haben, sondern es ist die Spur ein Beweis, dass dieser Mensch hier existiert und dass er hier vorübergegangen ist. Und ich glaube, dass Gott in diesem Sinne viele Spuren hinterlassen hat in dieser Welt, in diesem Universum. Und es ist nur eine Frage, ob wir gewillt sind, diese Spuren als Gottesbeweis anzuerkennen. Und erlaubt es mir, dass ich in diesem Zusammenhang mit unserem Thema, wenn wir über die Sprache sprechen, wie wir das letzte Mal auch schon getan haben, dass ich letztendlich in meinen Überlegungen über diese Sprache so weit komme, dass ich durchaus sagen möchte, die Sprache ist ein Gottesbeweis. Und darüber wollen wir heute noch etwas weiter nachdenken. Ein für mich wichtiges Thema, das mir auch persönlich wieder manche Einsichten gegeben hat. Und ich bin dabei, auch immer wieder für mich selbst neue Gedankengänge durchzudenken. Und das möchte ich auch heute mit euch tun. Deshalb wird es vielleicht etwas ungewöhnlich sein, was wir heute miteinander überlegen werden. Aber steinigt mich nicht gleich. Es gibt die Möglichkeit zur Reflexion und das eine oder andere mag ungewöhnlich sein, was wir da miteinander überlegen wollen. Aber wir wollen um die Weisheit Gottes bitten, dass er uns auch in diesen Gedanken lenkt. Und ich möchte, wie wir es schon gewohnt sind, mit einem Gebet diesen Abend auch beginnen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir wieder herzlich Danke sagen für diese Gelegenheit, die du uns heute Abend hier wieder schenkst, dass wir wieder über diesen Weg uns austauschen dürfen, Gedanken vermitteln dürfen über das, was wir uns über dich denken, was du uns durch dein Wort über dich selbst offenbart hast. Wir leben in einer Welt, wo ein großer Zweifel aufgekommen ist, wo besonders auch Christen, die bekennen, an dich zu glauben und die ihren Glauben auf dein Wort ja, gründen, doch immer wieder große Zweifel haben an deiner Existenz, an deiner Macht, die du in dieser Welt offenbart hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns heute Abend durch deinen Heiligen Geist wieder führst. Ihn hast du bestimmt, dass er uns in alle Wahrheit lenkt und leitet. Und so führe uns auch in unserem Nachdenken an diesem Abend, in diesem wichtigen Thema. Wir danken dir, dass du alle Störende fernhalten möchtest und lass alles im rechten Sinne geschehen und jeden, der zuhört, auch recht konzentriert dabei sein. In Jesu Namen wollen wir dir danken und wollen dich loben und preisen. Amen. Gut, vielleicht eingangs noch ein kurzer Rückblick. Das Thema schließt ja direkt an das Thema, das wir das letzte Mal gehabt haben, wo es um die Sprache als Kommunikationsmittel Gottes gegangen ist und wo ich versucht habe, die Entstehung der Sprache rein aus der menschlichen Geschichte einmal darzustellen und eben in einen gewissen Gegensatz zu dem zu stellen, was die Wissenschaft über die Herkunft und die Entwicklung der Sprache und der Sprachen, die wir heute in dieser Welt sprechen, sagt. Ich habe versucht aufzuzeigen durch die Beispiele, die wir da im letzten Thema gehört haben, und jeder, der dieses Thema hört, soll auch das Thema davor sich anhören, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass es eigentlich eine Unmöglichkeit ist, den Ursprung der Sprache dem reinen Zufall zuzuschreiben und es als eine zufällige Entwicklung im Laufe von Jahren, Millionen oder Hunderttausenden oder Zehntausenden von Jahren Menschheitsgeschichte irgendwie einordnen und damit in Verbindung bringen. Wir haben aufmerksam gemacht, dass es keinen geringsten Beweis, einen konkreten geringsten Beweis gibt für eine evolutionäre Entstehung und Entwicklung der Sprachen. Dafür fehlen sämtliche Hintergründe. Wir können die Sprache
von ihrem Alter her eigentlich nur aufgrund von schriftlichen Aufzeichnungen verfolgen. Und diese schriftlichen Aufzeichnungen, die gehen eigentlich nur bis etwa 4.000, 5.000 Jahre vor unserer Zeit. Da, die Sprache, die Schrift, die ist überhaupt erst und da sind sich die Wissenschaftler ziemlich einig, dass die Schrift grundsätzlich erst vor etwa 3.000 bis 4.000 Jahren vor Christus überhaupt erst erfunden worden ist. Das heißt, die ersten schriftlichen Aufzeichnungen, die zeigen, dass der Mensch schon damals eine Sprache gesprochen hat, die gehen erst auf diese Zeit zurück. Folgedessen haben wir nur die Möglichkeit, konkret, und wenn wir hier auch empirische Beweise haben wollen, dann muss uns die Wissenschaft jeden Beweis schuldig bleiben, der mehr als 5.000 Jahre vor Christus zurückgeht oder 10.000 Jahre vor unserer Zeit jetzt zurückgeht. Was man darüber sagen kann, wissenschaftlich gesehen, sind alles reine Spekulationen. Wenn die Wissenschaft sagt, also dass es da über 100.000 oder 30, 20.000, wie wir das letzte Mal gesagt haben, eine menschliche Sprachentwicklung gegeben hat von den Urmenschen, den Neandertalern, die noch nicht einmal richtig eine Sprache hatten, wie man das meint, feststellen zu müssen, dann sind das alles reine Spekulationen und es gibt keinen Beweis dafür. Und dort, wo die Sprache auftaucht, haben wir gesagt, dort taucht sie in jeder Art der Sprache und da gibt es ja verschiedene alte Sprachaufzeichnungen, auf die wir das nächste Mal noch etwas eingehen werden, weil das ja auch mit der Überlieferung der Bibel etwas zu tun hat. Da wissen wir, dass es diese unterschiedlichen Sprachen gibt und die in voller ausgereifter Form existiert haben, mit einer perfekten Grammatik, mit perfekten Vokabularium, perfekter Satzstruktur, eine Gesetzmäßigkeit in der Sprache, dass wir nur staunen können. Und das entdecken wir in jeder ältesten Sprache. Und es ist also nicht so, dass die älteste Sprache vielleicht eine primitive Sprache ist und die modernen Sprachen höher gestellt sind, sondern wir haben den Beweis gebracht, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass wir es mit einer Degeneration der Sprachen zu tun haben und nicht mit einer Höherentwicklung. Das heißt, wenn man sagt, der Mensch, so quasi ein sprechender Affe, dieses Buch, das sich da vorgestellt hat, oder ein sprechender Papagei, nicht? Wir wissen, die Papageien können auch nur das nachsprechen, was ihnen vorgesagt wird. Also auch selbst in der Tierwelt, und das sind die einzigen Tiere, wo man feststellen kann, dass sie ab und zu fähig sind, eine menschliche Silben, menschliche Worte zu sprechen, was bei keinen Affen, von denen wir abstammen sollten, bis heute nicht möglich ist. Ja. Sprachen treten einfach fix und fertig auf und wir haben den Beweis geliefert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es hier eigentlich mit einem Hinweis zu tun haben, dass die Sprache ihren Ursprung nur in jemanden gehabt haben konnte, der selbst schon diese Sprache beherrscht hat. Wir können unseren Kindern die Sprache vermitteln und es gibt keinen Beweis, dass Kinder, wenn sie aufwachsen würden, mit der vollen Fähigkeit des Gehirns und der Sprache, des Sprachapparats im Körper, dass sie von alleine sprechen lernen würden, wenn es ihnen niemand beibringt. Das bringt uns zur Schlussfolgerung, wenn wir zurückgehen, also zu den ersten Menschen, wenn wir es von der Bibel her betrachten, dann haben wir hier Gott am Ursprung der Menschheit und Gott am Ursprung auch der Sprache. Demgegenüber der Streit mit der Wissenschaft, dass man meint, das Ganze war eine reine zufällige Entwicklung über Jahrtausende hindurch, dass sich das erfüllt hat. Und die Frage ist eigentlich nur, was ist jetzt grundsätzlich glaubwürdiger? Ich nehme da ein Beispiel vielleicht, um da den Zufall oder die Wahrscheinlichkeitsvorstellung etwas bewusst zu machen. Mir würde das so vorkommen, wenn jemand behaupten würde, die Sprache hat sich von selbst entwickelt. Das wäre ungefähr so, wenn ich 100.000 Buchstaben zusammenschneiden würde, einzelne Buchstaben. Und wir würden dann einen Sack nehmen, das Ganze hineinfüllen, mit einem Flugzeug in die Luft fahren und dann diesen Sack dort oben herunterstreuen. Und rein zufällig, wie diese Buchstaben hier auf diese Erde fallen, würde dann irgendwo herunten ein vollständiges Wort schön nebeneinander zu liegen bekommen.
zu liegen kommen. Oder sogar ein ganzer Satz, der sich da plötzlich rein aus Zufall, aus diesen Buchstaben aneinander reihen würde. Ich glaube, man könnte 100.000 Jahre und dann 1 Million Jahre jeden Tag auf und ab fliegen und das probieren, und es wird wahrscheinlich nichts herauskommen dabei, als nur einzelne Buchstaben, die halt irgendwie verstreut da liegen. Also so ungefähr käme mir das vor, wenn jemand behaupten würde, die Sprache hätte sich da auch so von selbst entwickelt. Ich denke, es ist einfach, wenn wir grundsätzlich zum Ausdruck bringen, dass Sprache Intelligenz voraussetzt. Und Sprache ist eigentlich ein Ausdruck von hoher Intelligenz. Das heißt, ohne Intelligenz ist gar keine Sprache möglich. Wär nicht möglich, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und wenn wir es von der Bibel her betrachten, dann ist es einfach so, dass die Bibel die Existenz der Sprache auf die gleiche Ebene stellt und unzertrennlich mit der Existenz Gottes in Verbindung bringt. Das heißt, der Ursprung und die Existenz der Sprache, der menschlichen Sprache, hat auch mit dem Ursprung der Gottes zu tun und auch mit dem Ursprung der Sprache Gottes. Denn Gott wird uns in der Bibel als ein sprechender Gott dargestellt. Und wenn man die Frage stellen wollte, ja, seit wann gibt es die Sprache, dann würde hier eine einfache Antwort möglich sein, dass man sagt, die Sprache muss also schon genauso alt sein wie Gott selber. Und das ist vielleicht jetzt alles ein bisschen philosophisch, was ich hier gesagt habe. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir genau diesen Gedanken eigentlich in dieser Form, in dieser ähnlichen Form ausgedrückt im Evangelium des Johannes. Der Johannes war es, der uns eigentlich ein sehr deutliches Evangelium geschrieben hat. Und für uns Christen ist ja das Johannesevangelium eines der bedeutendsten. Und besonders auch deshalb, weil er hier sein Evangelium nicht mit der Geburtsgeschichte Jesu begonnen hat, wo Jesus als Kind geboren wurde und hier quasi als Sohn Gottes in diese Welt hineingeboren wurde, sondern Johannes fängt sein Evangelium damit an, dass er in die Zeit vor dieser Geburt schaut. Er ist der Einzige, der sein Evangelium im Zusammenhang mit der Präexistenz Jesu bringt, wo er nicht eben in Bethlehem einsteigt oder bei der Taufe Jesu, wie das zum Beispiel der Markus macht. Der fängt überhaupt in der Berichterstattung des Lebens Jesu mit der Taufe erst an. Der Johannes ist der, der ganz nach vorne geht, also in die Ewigkeit hinein. Und hier steht am Anfang, gleich im Johannesevangelium 1, Vers 1: Im Anfang war das Wort. Das heißt, hier wird das Wort an den Anfang gestellt. Hier wird nicht einmal Gott an den Anfang gestellt. Normalerweise müssten wir sagen, am Anfang war Gott und Gott sprach und Gott hatte das Wort, Gott kannte die Sprache, wie immer wir das formulieren würden. Nein, Johannes sagt, am Anfang war das Wort. Und er hat einen bestimmten Gedanken, den er hier zum Ausdruck bringen möchte. Und dann sagt er weiter, und das Wort war bei Gott. Eine sehr interessante Formulierung, die er hier trifft. Und ich denke, dass es erlaubt sein müsste, jetzt dieses Wort auch zu identifizieren mit der Sprache Gottes. Die Sprache setzt sich ja aus verschiedenen Worten zusammen. Und wenn hier in der Bibel vom Wort die Rede ist, dann hat das ja damit auch mit der Sprache Gottes zu tun, mit dem, was Gott redet und was Gott den Menschen zu sagen hat. Und geübte Bibelleser sind natürlich jetzt hier sofort fixiert, wenn sie hier lesen, am Anfang war das Wort, dann wissen sie schon, ja, das Wort, das meint eigentlich Jesus. Aber wir werden auch darauf hinkommen, dass es so ist. Aber versuchen wir mal, diesen Gedanken zu verfolgen, vom Wort über die Sprache zu Gott oder dann zu Jesus zu kommen.
Das heißt, wenn hier steht, am Anfang war das Wort, dann lasst mich das einmal so formulieren, auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, das so zu sehen. Im Anfang war die Sprache, die sich aus Wörtern zusammengesetzt hat, und das Wort war bei Gott. Das heißt, hier wird die Unzertrennlichkeit zwischen Gott und der Sprache, die er spricht, und dem Wort, das er spricht, ganz deutlich dargestellt. Und dann geht der Text weiter und dann heißt es, und Gott war das Wort. Und da haben wir jetzt vielleicht ein Problem, ein ungewohnter Bibelleser wird hier ein Problem haben und sagt, ja, wie kann man sagen, dass Gott das Wort war? Das Wort ist doch eine Sache, das Wort ist etwas, was der Mensch spricht und was vielleicht auch Gott spricht, das ist etwas, was von Gott kommt, aber das kann ja nicht Gott sein. Ja, das ist eine völlig ungewohnte Sprache, die hier gesprochen ist. Und so könnte man mir auch sagen, ja, die Sprache kann ja nicht gleichzeitig Gott sein. Und doch wird das hier in gewisser Weise so zum Ausdruck gebracht, dass das Wort und damit auch die Sprache, die sich aus Wörtern zusammensetzt, identisch ist, völlig identisch. Das heißt, in unzertrennlicher Verbindung mit Gott hier in diesem Text dargestellt wird. Dann wird das noch einmal wiederholt, dasselbe, also dieses Wort, ja, war im Anfang bei Gott, wird noch einmal gesagt, also diese Verbindung zwischen Gott und seinem Wort. Und dann geht es weiter und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Und erlaubt es mir, dass ich dieses Wort jetzt einfach einmal hier erweitere auf die Sprache. Denn es gibt kein Wort, das gesprochen werden konnte von Gott ohne Sprache. Also muss es erlaubt sein, dass wir hier dieses Wort auch identisch setzen mit Sprache. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, durch die Sprache, die Gott gesprochen hat. Und ohne dasselbe ist nichts, was gemacht ist. Und dass das jetzt hier keine Philosophie einfach ist, sondern Realität, das können wir auch aus anderen Texten der Bibel lesen, dass hier die Schöpfung durch das Wort gemacht worden ist. Ja, das haben wir in Hebräer 11, haben wir einen Text, ein Kapitel, das grundsätzlich ein Kapitel des Glaubens ist und es beginnt auch mit einer Definition, mit einer sehr interessanten Definition des Glaubens. Und wenn wir hier diese Themen da behandeln, dann hat das ja immer mit unserem Glauben zu tun. Welchen Glauben haben wir an Gott? Welche Gottesvorstellungen haben wir? Wie ist dieser Gott, an den wir glauben? Und da gibt es ja heute in dieser Welt eine Vielzahl von verschiedensten Vorstellungen, wie dieser Gott ist. Ja? Und hier im Kapitel 11, Vers 1 steht zunächst einmal, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist genau das Umgekehrte von dem, was heute unter Glauben definiert wird. Grundsätzlich wird heute von vielen Menschen einfach gesagt, ich glaube nur, was ich sehe, und wenn ich das nicht sehe, dann glaube ich es nicht. Und wenn man Gott nicht gesehen hat noch, deshalb glauben wir es nicht. Aber wir wissen, in der Bibel gibt es genügend Hinweise, dass Menschen Gott gesehen haben. In Visionen, in Träumen, in Gesichten hat sich Gott offenbart. Und wir haben vorhin schon von anderen Beweisen gesprochen, nicht? Auch die Sprache in dem Fall wäre es so ein Beweis, dass irgendetwas Höheres als wir Menschen eine Sprache gesprochen hat. Und Sprache ist immer gekoppelt an eine Person. Sobald ich ein Wort irgendwo höre und eine Sprache irgendwo höre, dann, auch wenn ich die Person nicht sehe, wenn im Rundfunk keine Sprache erscheint, dann weiß ich, da steckt eine Person dahinter. Warum sollte also hinter der Sprache Gottes keine Person sein? Also ist für mich hier eindeutig ein Gottesbeweis hier in der Sprache eigentlich abzuleiten. Dann heißt es hier weiter von dieser Sprache Gottes, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist, also das heißt aus keiner Materie. Gott hatte keine Materie ursprünglich da, das können wir uns nicht vorstellen, ein Universum ohne Materie, das ist wieder etwas, was unverständlich ist. Gott existiert und sonst
nichts, das ist das, was hier gesagt wird, aber Gott hat eine Sprache, er spricht, er ist ein sprechender Gott und das bedeutet, Gott ist nicht nur Energie. Und das ist ja eine Definierung, eine Definition, die heute der Großteil der Menschen über Gott abgibt. Dann sagt Gott, ist eine Kraft, die das ganze Universum durchströmt. Das kann man eher glauben. Ne? Für viele ist das eben der Gottesglaube, eine Kraft und eine Energie, die alles durchfließt. Und die Bibel sagt, nein, dieser Gott ist ein sprechender Gott. Dieser Gott hat eine Sprache. Und Sprache, die er dann vermittelt hat. Wir Menschen sind ein Beweis, offensichtlich, dass der uns geschaffen hat, eine Sprache hat, die er uns vermittelt hat. Und folgedessen sind wir eigentlich in diesem Sinne engstens mit Gott verbunden und wir sind ein Beweis, dass dieser Gott, dieser Schöpfer als ein sprechender Gott, als ein Gott des Wortes existiert. Und es muss uns auch verständlich sein, wenn Gott uns eine Sprache gegeben hat, dann muss er einen Grund gehabt haben, warum er das gemacht hat. Und darüber werden wir uns in einem nächsten Thema beschäftigen, was Gott wohl letztendlich mit dieser Sprache für uns Menschen bewirken wollte. Grundsätzlich haben wir also hier das Wort, die Sprache. Und gleichzeitig wissen wir, hinter dieser Sprache steht aber eine Person. Noch einen Text aus Psalm 33, ebenfalls. Und da haben wir es mit dem Wunder der Sprache Gottes zu tun. Und ich habe da mein Thema auch so etwas untertitelt, dass ich gesagt habe, es geht hier auch um die Wunder und den Ursprung und die Wunder der Sprache Gottes. Und da heißt es hier im Psalm 33, worin dieses Wunder besteht und die Macht in der Sprache Gottes, zum Unterschied von der Macht der Sprache, die wir als Menschen haben. Psalm 33, Vers 9, da steht, denn wenn er, also Gott, wenn er spricht, wenn er sein Wort über seine Lippen bringt, aus sich heraus spricht, könnte man sagen, so geschieht's. Es geschieht das, was Gott im Gedanken sich gedacht hat. Gott kann also seine Gedanken in die Tat umsetzen. Und jeden Gedanken, den er hat, kann er in die Tat umsetzen. Das ist Allmacht. Das ist höchste Intelligenz, die wir vor uns haben. Wir könnten als Menschen uns alles Mögliche ausfantasieren und das würde uns keine Probleme machen, was weiß ich, was für uns Fantasien zu machen. Aber die Frage ist, können wir diese Fantasien auch verwirklichen? Und doch müssen wir sagen, wenn wir heute die ganzen Erfindungen der Weltgeschichte anschauen und jetzt auch die Erfindungen in unserer Neuzeit, dann ist das unglaublich, das ist für einen Durchschnittsmenschen ist das unvorstellbar, wie Menschen all das erfinden konnten, eine Kamera oder ein Computer, diese Kommunikation, die wir haben, ich hätte keine Ahnung, für mich ist das undenkbar, wie sowas zustande kommen kann, wie sowas funktionieren kann. Ich bin schon fasziniert von einem Telefon, wo ich mir sage, ich rede da in einen Hörer hinein und in Amerika oder auf der anderen Seite der Welt hebt einen Hörer ab und der hört mich da und heute sieht er mich mit einer gleich dazu. Dinge, wo man sagt, ist sowas möglich? Ja, wenn das vor 100 Jahren jemand gesagt hätte, dann hätten wir so dieser Blödsinn, sowas wird es nie geben, das ist unmöglich. Und wir merken, dass auch die menschliche Intelligenz in ihrem Hirn, in ihrem Verstand Dinge ausgedacht hat und diese Dinge umgesetzt hat und für all das auch eine Sprache erfunden hat. Das braucht alles eine Sprache, das braucht alles Kommunikation. Und selbst wir sprechen heute von einer Computersprache. Man lernt den Computer sprechen, selber kann er nicht sprechen. Es muss jemand da sein, der ihm diese Sprache beibringt und diese Sprache auch zu verarbeiten versteht. Das alles glauben wir, dass dazu höchste Intelligenz notwendig ist. Aber wenn wir auf unsere eigene Sprache zurückgehen und fragen, woher kommt sie, dann ist das der Zufall gewesen. Und dann tun wir uns schwer, dahinter auch einen Erfinder zu sehen, der diese Intelligenz hatte, diese Sprache zu sprechen und auch eine höhere Intelligenz hat, wie wir Menschen, der letztendlich ein ganzes Universum schaffen kann und konnte aus seiner Sprache heraus. Aber ich denke, wenn wir diese Vergleiche ziehen, da sollte es uns eigentlich schon immer leichter fallen, dass wir es in unserem Universum mit einer hohen Intelligenz zu tun haben, die hinter der Sprache steckt.
Wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Und da werden wir an die Schöpfungsgeschichte erinnert, die wir uns das nächste Mal etwas anschauen werden, wie hier Gott gesprochen hat nacheinander. Und als er sprach, geschah es. Das erste, was Gott gesprochen hat, das lesen wir im ersten Blatt der Bibel. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist ein ganzer Satz, ein kurzer Satz. Es werde Licht, drei Wörter, ist ein Satz. Da wurde etwas gesprochen und aus diesem Sprechen Gottes war plötzlich Licht da. Etwas, was kein Mensch schaffen kann. Hier ist eine andere Dimension eines Wunders, das hinter der Sprache liegt, eines Wunders, das hinter der Fähigkeit des Sprechens der Worte Gottes zu finden ist. Und ich denke, vor so einem Gott kann man sich nur beugen und kann man nur mit Verwunderung drauf blicken. Und es wäre der verkehrte Weg, versuchen herauszufinden und irgendwelche Spekulationen aufzubauen, wie der Mensch wohl zu seiner Sprache gekommen sein sollte. Wie schon gesagt, Sprache ist in dem Fall so alt wie Gott. Also das sind Überlegungen, die mir im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf dieses Thema selbst erst so in diesem Zusammenhang bewusst geworden ist, dass wir das eigentlich so sehen konnten. Seit es Gott gibt, gab es die Sprache und seit Gott dann irgendwelche Wesen zu schaffen begonnen hat, denen er eine Sprache dann vermittelt hat und wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, es gibt Tiere, die auch eine gewisse Sprache sprechen, aber das ist im Vergleich zu den Menschen völlig primitiv. Das dient nicht dazu, wozu die menschliche Sprache geeignet ist. Und wir könnten auch hier sagen, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbilde, zu seinem Bilde. Das heißt, auch in der Sprache ist Gott, das ist der Mensch das Ebenbild Gottes. Hier hat Gott etwas von sich weitergegeben, das wir mit Bewunderung aufnehmen könnten. Und wir sollten uns fragen, ja natürlich, wozu hat uns Gott diese Sprache und diese Intelligenz, die damit verbunden ist, gegeben? Was machen wir als Menschen damit? Und bevor Gott hier auf Erden den Menschen eine Sprache gegeben hat, sie geschaffen hat, wissen wir aus den biblischen Berichten, dass ja Gott schon vorher eine himmlische Welt hatte. Himmlische Wesen, die ebenfalls eine Sprache gesprochen haben und eine Sprache sprechen. Eine Sprache, die auch wir Menschen verstehen. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo Engel Gottes zu Menschen gesandt worden sind. Wir denken an Daniel zum Beispiel in seinen Visionen, der den Besuch des Engels Gabriels bekommen hat und der ihm dann in seiner Vision diese Visionen erklärt hat. Und Daniel, wir wissen, hat das Aramäische beherrscht und auch das Hebräische. So musste der Engel in hebräischer oder aramäischer Sprache gesprochen haben. Als Johannes auf der Insel Patmos war, hat er in einer griechischen Umgebung gelebt und Johannes hat sicher Griechisch gekannt und er hat auch die Offenbarung in griechischer Sprache geschrieben, obwohl er sicherlich auch das Aramäische oder auch das Hebräische beherrscht hat, denn das war auch die Sprache Jesu und auch der Juden damals ganz allgemein. Also hat der Engel, der den Johannes belehrt hat, auch in dieser Sprache gesprochen. Oder wir haben Beispiele, wie Maria den Engel zu Besuch bekommen hat und der Engel ihr angekündigt hat, dass sie einen Sohn gebären wird. Wir werden später kurz auf den Text zurückkommen. Und Maria hat diese Sprache verstanden. Das heißt, auch die Engel haben ja ihre Sprache von irgendwoher. Die konnten das auch, das hat sich auch nicht selber entwickelt. Und wenn er sein Gott ist, der so etwas schaffen kann, dann muss man ihm zutrauen, dass dieser Gott auch den Wunsch hatte, mit diesen Wesen, mit intelligenten Wesen auch in eine Kommunikation zu treten. Das heißt, Sprache und Gott und Intelligenz und Weisheit gehören eigentlich zusammen. Wir haben es also somit mit einer Personifizierung der Sprache zu tun. Und wenn Sprache mit Intelligenz etwas zu tun hat, dann haben wir es mit einer Personifizierung der Intelligenz und der Weisheit zu tun. Das heißt, hinter dieser Weisheit und hinter der Sprache, die Weisheit verlangt, finden wir nicht einen Gott, der reine Energie ist,
sondern wir finden einen Gott, der eine Sprache spricht. Und das ist mir hier sehr wichtig, weil wir hier ein ganz anderes Gottesbild vor uns haben. Der wahre Gott ist eben ein sprechender Gott und dahinter steckt die Person. Und wie wichtig es ist, dass wir das richtige Gottesbild haben, das wird auch im Johannesevangelium zum Ausdruck gebracht. Wieder ist es Johannes, der hier diesen Gedanken eigentlich sehr stark betont. In Johannes Kapitel 17, da lesen wir ab Vers 3 oder im Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier wird nicht gesagt, dass eine Litanei von Bedingungen, die aufgestellt werden, die der Mensch erfüllen muss, damit er ewiges Leben haben kann, sondern hier wird das ewige Leben in Verbindung gebracht mit der Erkenntnis Gottes, der du allein wahrer Gott bist, den zu erkennen, aber gleichzeitig kommt es dazu, nicht nur diesen allein wahren Gott, von dem hier der Jesus geredet hat, als er hier auf Erden war, war für ihn Gott im Himmel, sein Vater, der allein wahre Gott. Aber gleichzeitig hat auch Jesus als Mensch hier gesprochen und hat gesagt, es geht nicht nur darum, den Vater Gott zu erkennen, also der im Himmel war und zu dem Jesus als Mensch auch gebetet hat, sondern er sagt hier, es geht auch darum, ihn, Jesus, zu erkennen. Und jetzt geht es darum, wer ist dieser Jesus? Von dieser Erkenntnis hängt ewiges Leben ab. Wer ist dieser allein wahre Gott und der, den er gesandt hat, Jesus Christus? Wir bezeichnen Jesus Christus eben als den Sohn, der Vater und der Sohn. Und wenn wir jetzt vom Sohn sprechen, dann hat das natürlich in der christlichen Theologie immer wieder zu Missverständnissen geführt. Auch damals, als Jesus als Mensch auf Erden war, ist es sehr bemerkenswert, dass Jesus, als er sich als Sohn Gottes bezeichnet hat und davon gesprochen hat, dass er vom Himmel kam und dass er einen Vater im Himmel hatte, haben die Juden größte Probleme mit ihm bekommen. Die Behauptung, Jesus sei Sohn Gottes und dass er das von sich gesagt hat, hat letztendlich auch dazu geführt, dass man Jesus ans Kreuz genagelt hat, weil für die Juden war das reine Gotteslästerung. Obwohl er nur gesagt hat, dass er der Sohn Gottes sei. Aber es ist sehr bemerkenswert, wenn wir die Bibel richtig studieren, dann werden wir merken, dass die Juden in dieser Aussage Jesu, dass er der Sohn Gottes sah, ihn als jemanden gesehen haben, der sich Gott gleichstellt. Das heißt, sie haben in diesem Begriff Sohn Gottes nicht einen minderwertigeren Gott gesehen, sondern sie haben hier in dem Begriff Sohn Gottes einen Gottgleichen verstanden. Und deshalb in Johannes Kapitel 10, da kam es so einer Auseinandersetzung über Jesus, wo er an einer Stelle zum Beispiel gesagt hat, in Johannes 10, im Vers 29, da heißt es, der Vater, der mir sie gegeben hat, da geht es um die Schafe, nicht? Jesus als der gute Hirte, spricht hier von seinen Schafen, die seine Stimme hören und er gibt ihnen das ewige Leben. Und der Vater, so sagt er hier im Vers 29, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Jetzt hat man natürlich den Eindruck, wenn Jesus sagt, der Vater ist größer als alles andere, dass Jesus damit eine endgültige Aussage macht über das, was der Vater ist. Und wir vergessen dabei, dass Jesus hier als Mensch gesprochen hat und dass als Mensch bereit war, sich auf die Stufe der Menschen zu setzen, also als Mensch auf die Stufe der Menschen zu kommen, obwohl er davon spricht, im nächsten Satz, ich und der Vater sind eins. Also eine sehr interessante Kombination von Gedanken, die Jesus hier zum Ausdruck bringt. Auf der einen Seite stellt er den Vater über sich und auf der anderen Seite sagt er, ich und der Vater sind aber eins. Jetzt, wie ist das zu verstehen? Das meint natürlich nicht eins in einer Person, das werden wir dann gleich noch sehen, wie es oft im Christentum und auch in der Theologie immer wieder gedeutet und verstanden wird, missverstanden wird auch, dass Jesus und der Vater ein und dasselbe sei.
Das kann nicht ein und dasselbe sein, wenn, wie sollte dann Jesus zu seinem Vater beten? Und warum sollte er dann zu seinem Vater wieder zurückkehren? Und warum sollte die Bibel uns dann sagen, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt? Also muss Jesus eine unterschiedliche Person vom Vater sein, im Himmel, aber auch als er hier auf Erden war. Als aber Jesus das damals sagte, sich mit dem Vater gleichstellte, dann heißt es hier, da hoben, in Vers 31, da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten. Scheinbar haben sie das schon öfters gemacht und meistens immer im Zusammenhang mit solchen Aussagen, wo Jesus sich versucht hat, dem Vater gleichzustellen. Jesus antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater, um welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und weil du als ein Mensch dich selbst zu Gott machst. Merkt ihr? Und das ist hier ganz wichtig. Die Juden haben also, obwohl Jesus sich an verschiedenen Stellen als der Sohn Gottes immer wieder zum Ausdruck gebracht hat und zu erkennen gegeben hat, auch bei der Kreuzigung Jesu, ist ja die Frage gestellt, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus hat gesagt, du sagst es, nicht? Also er hat das nicht geleugnet. Und trotzdem haben die Juden in der Behauptung Jesu ihn als Gottgleichen gesehen. Und die Frage stellt sich, war das ein verkehrtes Verständnis, das die Juden hatten, dass sie Jesus als den Gottgleichen sahen? Und ich glaube, der Johannes in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, der hat das ganz deutlich so formuliert. Der hat das ganz deutlich so gemeint. Das heißt, der Apostel Johannes, und das werden wir dann auch gleich an anderen Texten sehen, die wir in der Apostelgeschichte, also bei den Aposteln lesen. In der Zeit der Apostel war es völlig klar, und besonders nach der Auferstehung Jesu kam diese Erkenntnis erst recht in das Herz der Jünger und in die Überzeugung der Jünger, dieser Jesus, der hier als Mensch auf Erden gelebt hat, wie ein gewöhnlicher Israelit, er war tatsächlich Gott. Ein Wesen, das ursprünglich eine Person der Gottheit in der himmlischen Welt war. Und das bringt auch Johannes hier in diesem Prolog zum Ausdruck, wenn er sagt, im Anfang war das Wort. Denn wenn wir jetzt weiterlesen, dann bleibt er hier nicht beim Wort stehen oder bei der Sprache. Am Anfang war die Sprache, ja, wie ich das vorhin versucht habe darzustellen, sondern er geht weiter. Und da wird das immer mehr zu einer Person. Denn im Vers 4 heißt es, in ihm, in diesem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, jetzt wird dieses Wort mit Leben identifiziert. Und dieses Wort, das wir vorhin schon mit Gott identifiziert haben, wird jetzt mit Leben. Das heißt, Gott ist Leben. So wie er die Sprache ist, so ist er Leben. So wie er das Wort ist, so ist er auch Leben. In Person. Ja? Er verkörpert praktisch das Leben in seiner Person. Und gleichzeitig wird er hier mit einem anderen Begriff dargestellt, er war auch das Licht der Menschen. Haben wir jetzt das Wort, das Leben und das Licht. Alles mit Gott, alles Bilder, durch die Gott zum Ausdruck gebracht wird. Leben und Licht. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das war die Tragik. Jetzt wurde dieses Wort, dieses Leben, dieses Licht kam in diese finstere Welt. Und diese finstere Welt hat dieses Licht, dieses Leben und dieses Wort nicht begriffen. Das war das Schicksal, das Jesus hier auf Erden erlebt hat. Und Gott hat immer wieder Menschen gehabt, die von diesem Licht, von diesem Leben, von diesem Wort, von dieser Sprache Gottes gezeugt haben. Und einer davon war Johannes, von dem hier die Rede ist. Es war ein Mensch von Gott gesandt, im Vers 6, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, das da vom Himmel gekommen ist, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, also Johannes war nicht das Licht, sondern sollte zeugen von dem Licht. Das war der Auftrag, den er hatte, um auf Jesus hinzuweichen. Und das war das wahrhaftige Licht, Jesus also, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.
Kann man sich natürlich die Frage sehr stellen, wie ist es möglich, dass Jesus, der damals in diese Welt kam, alle Menschen erleuchten konnte? Das ist ja nicht möglich gewesen, er war gebunden an einem Ort. Aber so dürfen wir diesen Text nicht verstehen. Der Text will zum Ausdruck bringen, dass Jesus dieses Licht schon immer war, dieses Leben schon immer war. Und vom Himmel her hat er dieses Licht ausgesandt und hat die Möglichkeit für alle Menschen geschaffen, auch wenn sie ihn nicht persönlich begegnen, dass sie doch irgendwo dieses Licht Gottes empfangen können, auf irgendeine Weise. Und das ist ein Text, der uns eigentlich den Gedanken vermittelt, Gott kümmert sich um jeden Menschen. Gott versucht jeden Menschen mit seinem Licht zu erreichen. Auch wenn dieses Licht manchmal nur sehr, sehr primitiv ist und sehr, vielleicht noch sehr dunkel ist. Aber es ist doch ein Licht und jeder Mensch wird letztendlich einmal auch für dieses Licht Verantwortung ablegen müssen, dass er bekommen hat, was er mit diesem Licht gemacht hat, was er mit diesem Leben gemacht hat, das Gott durch Jesus Christus den Menschen angeboten hat. Und jetzt heißt es hier in dieser Dramatik im Vers 10, er war in der Welt. Und jetzt haben wir gesprochen vom Wort, vom Leben, vom Licht. Alles es. Und jetzt wird dieses es plötzlich zu einem er. Und hier die Personifizierung dieser drei verschiedenen Begriffe. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war die Tragik, mit der Jesus hier erlebt hat. Das heißt, diese Personifizierung der göttlichen Weisheit, des göttlichen Wortes, der göttlichen Sprache, des göttlichen Lebens und Lichts kam in diese Welt. Aber nicht alle haben Jesus abgelehnt. Das heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also es gibt eine Möglichkeit, wie man von Gott geboren werden kann. Hier geht es nicht um eine buchstäbliche Geburt, sondern um eine geistliche Geburt, die der Mensch braucht. Und dann kommt dieser zusammenfassende Text, wo das Wort jetzt hier ganz deutlich formuliert wird und definiert wird. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und da schließt sich jetzt dieser Kreis vom Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Durch dieses Wort sind alle Dinge geschaffen. Dieses Wort war auch Gott. Und jetzt wird dieses Wort Fleisch, eine Fleischwerdung des Wortes Gottes, eine Fleischwerdung der Sprache Gottes. Das heißt, Gottes Sprache wird Fleisch. Das bedeutet, Gott kommt auf diese Erde und spricht hier diese Sprache, mit der er die Welt geschaffen hat, mit der er uns Menschen geschaffen hat. Und er wird praktisch hier, er definiert sich oder ja, identifiziert sich jetzt mit dieser Menschheit, mit dem menschlichen Fleisch. Das heißt, hier haben wir jetzt diesen Gedanken, hier wird denn Gott als Mensch auf Erden geboren. Und von daher stammt jetzt dieser Gedanke des Sohnes Gottes. Der Gedanke des Sohnes Gottes hat mit seiner Menschwerdung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus von seinem Vater irgendwo einmal, wie es in der Kirchengeschichte immer wieder geglaubt worden ist und wie man heute sogar noch im Streit damit ist in der Theologie, dass dieser Jesus vom Vater irgendwann einmal aus sich heraus geboren wurde. Es hat mir damit zu tun, dass diese Meinung herrscht, dass Gott Vater der ist, der von Ewigkeit eben existiert hat, völlig allein in dem Universum und dann irgendwo sich einen Sohn geschaffen hat und dann noch auch eine dritte Person, die wir aus der Bibel ja auch nachvollziehen können, die Person des Heiligen Geistes. Und auch hier könnten wir von einer Person sprechen, die auch eine Sprache spricht. Die Bibel spricht immer und der Geist sprach und der Geist lehrte sie. Also auch dort haben wir den Geist Gottes im Zusammenhang mit Sprache in Verbindung, unzertrennlich.
Und wir haben gesagt, dort, wo wir Sprache haben, dort steckt eine Person dahinter. Deshalb sollte es eigentlich hier auch kein Problem sein, dass wir das Wort in Verbindung mit Gott bringen, den Vater, den Sohn, aber auch den Heiligen Geist. Alle sprechen eine Sprache. Das ist, ja, vielleicht ist es etwas ungewohnt, wenn man das so erklärt, dass der Begriff Sohn Gottes eigentlich ein Begriff ist, der mit der Menschwerdung Jesu in Verbindung gebracht werden sollte. Zunächst einmal, wir werden dann gleich sehen, dass die Aposteln diesen Begriff Sohn auch mit der Auferstehung Jesu, also mit einer neuen Geburt Jesu aus dem Grabe heraus wieder in Verbindung mit einem Sohn bringen. Zunächst aber hier in Lukas 1, da erscheint der Engel der Maria und kündigt ihr die Geburt eines Sohnes an. Wir kennen diese Geschichte. Hier steht in Lukas 1, Vers 31 und 32: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Hier möchte ich den Akzent auf diese Aussage legen, wo der Engel gesagt hat, der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Wenn wir diesen Text so stehen lassen, wie er hier steht, ja, und wir haben keinen Grund, das zu verändern, dann bedeutet hier, dass der Engel hier ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass das Kind, das hier geboren wird, ab jetzt Sohn Gottes genannt werden wird. Und von daher sollten wir eigentlich diesen Gedanken, dass Jesus der Sohn Gottes ist, definieren. Derselbe Gedanke findet sich auch in ein ähnlicher Gedanke mit dieser Sohnschaft, den haben wir auch hier in Hebräer Kapitel 1, wo er auch von Jesus die Rede ist, der als Sohn genannt wird und als der erstgeborene Sohn beschrieben wird. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 5, da wird hier ein Unterschied gemacht zwischen den Engeln und Jesus. Und da heißt es hier, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und abermals, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wiederum, da er den Erstgeborenen in die Welt einführt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Also das sind Aussagen hier, wo immer wieder vom Sohn die Rede ist und vom erstgeborenen Sohn. Und das wird hier in Verbindung gebracht mit der Menschwerdung Jesu. Und da haben wir einen Text aus dem Psalm 2, Vers 7 angegeben und den schauen wir uns jetzt etwas an. Psalm 2, Vers 7. Und wir sind damit auch gleichzeitig bei einem sehr heißen Thema, das in der Christenheit immer wieder sehr stark diskutiert wurde und auch zu großen Streitereien geführt hat. Im 3., 4., 5. Jahrhundert hat es unter den germanischen Reichen, die da das Römische Reich eingenommen haben und zerstört haben, also aufgeteilt haben, gab es Kriege, die man wegen dem geführt hat, weil hier ein unterschiedliches christliches Verständnis da war in Bezug auf die Personhaftigkeit Jesu, in Bezug auf die Gottheit Jesu. War er Gott oder war er nicht Gott? War er vollkommen Gott oder war er nur ein halber Gott? War er vollkommener Mensch oder nur ein Halbmensch, Halbgott? Das sind die Themen gewesen und das ist aus solchen Texten heraus entstanden, die hier missinterpretiert worden sind aus der biblischen Geschichte, aus einzelnen biblischen Texten. Und Psalm 1 war ein so ein Text und ist auch bis heute geblieben, dass hier ein Streit über diese Bedeutung dieser Stelle existiert. Psalm 2, Vers 7, da heißt es, Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und diese Stelle wurde in der Kirchengeschichte, in der frühen Kirchengeschichte, von Kirchenauslegern und von Kirchenvätern
in der zweiten, dritten Jahrhundert schon so ausgelegt, dass man gemeint hat, hier wäre ein Text, den man so zu interpretieren hätte, dass Jesus nicht nur als Mensch hier auf Erden geboren wurde, sondern dass er, bevor er hier in diese Welt kam, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, dass er schon von seinem Vater als Sohn aus sich heraus geboren wurde. Und dagegen haben sich wieder andere gewehrt und haben gesagt, nein, Jesus ist von Ewigkeit her Gott und ein großer Streit. Wenn wir ins Neue Testament stehen, brauchen wir da gar nicht lange diskutieren. Die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, ja, und die von Jesus direkt auch belehrt worden sind. Und Paulus gehörte auch noch zu den Jüngern, die auch eine Begegnung mit Jesus hatten. Und Paulus hat ja auch seine Botschaften und viel von seiner Theologie, die er hatte, auch von den Aposteln, die mit Jesus waren, übernommen. Das heißt, was Paulus hier sagt, die war immer in Übereinstimmung mit dem, was die ganze apostolische Gemeinde gesagt hat. Und diesen Text aus Psalm 2,7, den zitiert Paulus hier in Apostelgeschichte 13, interessanterweise nicht im Zusammenhang mit der Menschwerdung Jesu, mit seiner Geburt, sondern er verwendet diesen Text mit der Auferstehung Jesu. Ja? Wir haben hier eine Geschichte, in der Paulus hier von diesem Verbrechen spricht, das die Juden an Jesus vollzogen haben. Und da steht hier ab Vers 28, und wiewohl sie nichts an ihm fanden, also an Jesus, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz und legten ihn in ein Grab. Aber, so geht der Text weiter, Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist erschienen viele Tage denen, die mit ihm hinauf nach Galiläa, nach Jerusalem gegangen waren, welche jetzt seine Zeugen sind vor dem Volk. Das heißt, die Auferstehung ist jetzt nicht im finsteren Geschehen, nicht also im Ungeschehenen, im Ungesehenen, sondern die Auferstehung ist ein gewaltiges Ereignis gewesen und die Jünger haben letztendlich den Auferstandenen ja auch erlebt. Und Paulus steht hier als ein ehemaliger Feind des Christentums, der das geleugnet hat, dass Jesus Gottes Sohn war und dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus von Ewigkeit her schon im Himmel als Gott existierte. Und gerade dieser Paulus sagt jetzt hier, wir verkündigen euch im Vers 32 die Verheißung, die unseren Vätern geschehen ist als frohe Botschaft, weil Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ihr seht also, und jeder, der die Bibel im Psalm 2, Vers 7 dort verstehen möchte, der darf sich nicht erlauben, dass er hier selbst etwas in diesen Text hineininterpretiert, sondern müsste sich an die Interpretation der neutestamentlichen Apostel halten, die ja Jesus selber gekannt haben und wussten, was Sohn bedeutet und was Sohn nicht bedeuten kann. Und hier bringt Paulus dieses Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, heute habe ich dich vom Tode auferweckt, würde das ganz einfach bedeuten. Und du bist jetzt in einem neuen Sinn ein Sohn Gottes geworden. Ja? Und ein ähnlicher Gedanke, den bringt Paulus auch im Römerbrief damit in Verbindung. In Römer Kapitel 1, Vers 3 und 4 ist von Jesus die Rede hier. Und da heißt es von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, also Sohn geworden nach dem Fleisch in diesem Sinne, ein Sohn Davids, und nach dem Geist auch geboren, der da heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Also auch ein Text, der in diese Richtung geht, wo Paulus diesen Begriff Sohn Gottes und diese Einsetzung des Sohnes Gottes im himmlischen Thron praktisch damit in Verbindung bringt, dass hier das ein Bild ist für die Auferstehung. Also durch die Auferstehung Jesu ist Gott zum Sohn Gottes geworden und wurde wieder im himmlischen Thronsaal dort eingesetzt, wo er ursprünglich von Ewigkeit her war, nämlich zur Rechten Gottes.
Das sind Texte, die wir hier ganz deutlich in der Bibel haben, wo wir hier ganz deutlich den Gedanken nachvollziehen können, dass Jesus ursprünglich das Wort Gottes war, Gott in Person, in zweiter Person, zur Rechten Gottes. Dieses Wort wurde Fleisch, wurde Licht, wurde Leben und geht wieder zurück in den Himmel. Es geht also hier um zwei Personen in der Gottheit, wenn wir hier von Jesus und von seinem Vater sprechen und vom Wort, das von Ewigkeit her mit dem Vater existent war. Zwei sprechende Personen, keine Intelligenz, keine Kraft einfach, keine Energie, die von irgendwo ausgeht, sondern höchste Weisheit, die sich auch in der Sprache formuliert und in der Sprache zum Ausdruck bringt. Und von dieser Fülle der Weisheit, die in Christus war, war auch Paulus überzeugt. Und hier eine weitere Stelle aus dem Kolosserbrief, das wir hier noch angeben können. Ja. Kolosser Kapitel 2, Vers 3. Da spricht Paulus ebenfalls von Christus. Und da bringt der Christus hier mit dieser Fülle der Weisheit in Verbindung und sagt, in ihm, also in Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das bedeutet, hier können wir diesen Gedanken wieder zusammenfassen, diese ursprüngliche göttliche Weisheit, die als Wort zur Rechten Gottes war und durch die die Welt geschaffen wurde, war hier als Mensch und Jesus oder der Paulus bringt hier Jesus stellt hier Jesus als den dar, in dem die Fülle der göttlichen Weisheit und der Erkenntnis verborgen lag. Das heißt, wir könnten hier den Gedanken formulieren, in Jesus lag die göttliche Weisheit verborgen. Die göttliche Sprache und Intelligenz lag in ihm verborgen. Auch im Vers 9 wird das zum Ausdruck gebracht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nicht nur ein Teil der Gottheit, ein Teil der Fülle der Gottheit leibhaftig, denn es gibt Leute heute auch in unseren Kreisen, in verschiedensten Gemeinden, in denen man diesen Gedanken begegnen kann, dass sie sagen, ja, Jesus war schon allmächtig, er war allmächtig, er war auch allwissend, aber er war nicht ewig, er hatte einen Anfang, während der Vater keinen hatte. Und da muss man sich fragen, woher kommt der Gedanke? Wie kann man hier von einer Fülle der Gottheit sprechen, die in Jesus leibhaftig wohnt und ihn trotzdem dann einen Teil dieser leibhaftigen Gottheit irgendwo diese Ewigkeit absprechen? Ein sehr interessantes Phänomen. Aber es gibt da im Alten Testament ein Kapitel in den Sprüchen, und zwar in Sprüche Kapitel 8, aus der dieser Gedanke fälschlicherweise abgeleitet wird. Und offensichtlich war auch dieses Kapitel oder ist auch das Kapitel in Sprüche 8 ein Kapitel, das zu Diskussionen führt und immer wieder zu neuen Diskussionen führt. Ich habe gerade gestern ein Telefonat gehabt mit einem Freund ein Glaubensfreund, ein Glaubensbruder eigentlich, ja, aus Deutschland, der ursprünglich auch davon überzeugt war, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war. Und dann kam er da mit verschiedenen Leuten in Verbindung, die ihm versucht haben, da einzureden, das sei nicht richtig. Und Jesus hätte einen Anfang, er wäre doch, bevor diese Welt geschaffen worden ist, von Gott gezeugt worden und geboren worden. Und mitunter ist da auch diese Argumentation mit Sprüche 8 gekommen. Und das ist ein Text, der etwas schwierig zu verstehen ist. Und da heißt es hier in Sprüche 8, wir lesen es einfach einmal so, wie es da steht, und jeder kann sich dabei denken, was könnte damit gemeint sein. Zunächst einmal die 22 und 23, da steht, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her.
Der Text sagt zum Beispiel, glaube ich, ganz Gleiches aus, was wir dort in Johannes 1 gelesen haben. Am Anfang war das Wort oder im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und durch den ist alles gemacht worden. Also dort haben wir schon definiert, dieses Wort kann also dann keinen Anfang gehabt haben, sondern von Ewigkeit her mit Gott existent. Und das wird auch hier in diesem ersten Vers eigentlich so gesagt. Ja, bevor irgendetwas geschaffen war, hat der Herr mich schon gehabt. Wer ist dieser mich? Im Vers 23 steht, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her im Anfang, ehe die Erde war. Das heißt, ich bin eingesetzt und jetzt könnte man meinen, ja, aha, der ist jetzt erst eingesetzt worden. Oder es könnte bedeuten, ich bin eben schon existent und das ist der Gedanke, den man auch hier aus der hebräischen Sprache ableiten kann. Und auch im Zusammenhang mit dem Vers 22 und mit dem Gesamtkontext der Bibel kann es sich hier nur um jemanden handeln, der von Ewigkeit her mit Gott bereits von Anfang an da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Und es das heißt auch nicht, dass das etwas, dieser Ich, der da spricht, oder dieses Ich, der da spricht, dass der irgendwo geschaffen worden sei. Das würde hier aus den Vers 22 und 23 nicht abzuleiten. Aber jetzt geht der Text weiter und dann heißt es hier im Vers 24, interessanterweise, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling, oder in anderen Übersetzungen heißt es, da war ich als sein Werkmeister bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Von wem ist hier die Rede? Offensichtlich werden wir, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, die meisten, die den Text lesen und studieren, die sagen, das ist eine Beschreibung für Jesus. Das trifft auf Jesus zu. Und wir merken, hier steht man wieder in der Gefahr, Jesus doch als jemanden darzustellen, der irgendwo geboren wurde, ja, der irgendwo doch einen Anfang hat. Aber gleichzeitig sagt der Text aus, na, eigentlich ist er schon immer mit Gott existent gewesen. Bevor irgendetwas war, war er da, bei Gott, von Anfang an. In meinem Telefongespräch gestern, als ich mit diesem Mann, der inzwischen da voll überzeugt worden ist, durch diese Aussagen hier in Sprüche 8, dass es hier um Jesus geht, habe ich ihm dann einfach die Frage gestellt, habe ich gesagt, pass auf, lies noch mal den Vers 22, wenn da steht, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege. Wer ist dieses Ich oder dieses Mich? Wer ist dieser Mich, der hier spricht? Oder dann im Vers 23, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her im Anfang, ehe die Erde war. Wer ist dieses Ich oder dieser Ich? Und dann hat er mir einfach ganz normal gesagt, wie das jeder sagen würde, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, hat auch er gesagt, das ist Jesus. Ich habe ihm dann die Rückfrage gestellt, wo liest du da heraus, dass das Jesus ist? Hast du da in dem Text, den wir jetzt gelesen haben, den habe ich schon vorher mit ihm gelesen, hast du da irgendwo gemerkt, dass da Jesus damit identifiziert wird? Ja, der meint, aber das ist so, ne? Wer soll das sonst sein? Da habe ich gesagt, weißt du, wenn man die Bibel liest, muss man sie immer im richtigen Zusammenhang lesen. Und meistens muss man dann davor den Text dir lesen und dann danach. Und dann kommt man vielleicht auch bei schwierigen Stellen zu einem richtigen Ergebnis. Das wollen wir jetzt tun. Der Salomo beschreibt hier etwas wie eine Person, dieses Mich und dieses Ich. Er spricht von einer Person offensichtlich. Aber wenn wir den Text davor lesen, spricht er eigentlich nicht von einer Person, sondern wovon? Und das beginnt hier im Vers 1. Wir lesen hier ein bisschen den Text, da ist gut, wenn jeder die Bibel dazu hat, dass er das mitlesen kann. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Die Weisheit ruft und die Klugheit lässt sich hören. Da merken wir, da wird plötzlich die Weisheit zu einem Rufer.
und die Klugheit zu jemandem, der gehört werden will. Das heißt, hier wird Weisheit und Klugheit identifiziert in einer Person, personifiziert. Öffentlich am Wege steht sie, die Weisheit, und an der Kreuzung der Straßen. Jetzt könnte man fragen, wo hast du schon jemals die Weisheit an einer Straßenkreuzung gesehen, ja? Oder am Wege irgendwo stehen sehen? Aber das ist das, wie der weise Salomo spricht. Offensichtlich spricht er hier von in einer poetischen Sprache, hinter der aber etwas ganz Konkretes steht und was er hier besonders vermitteln wollte. Wo steht diese Weisheit noch? An den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. Und wenn man da die Altertumsgeschichte damit berücksichtigt, dann war das Tor der Ort, wo die Weisen der Stadt zusammenkamen und wo sie beraten und wo sie Gerichte gehalten haben, wo sie den Menschen eben auch Wegweisung gegeben haben. Und da sagt jetzt der König Salomo, dieser weise König Salomo, er identifiziert jetzt diese Richter, diese Leute, die da am Tor gesprochen haben, mit der Weisheit. Ob das immer so weise war, natürlich, wenn Menschen dort gesprochen haben, ist eine andere Frage. Ja? Da ist ja viel Verkehrtes. Aber die Identifikation geht hier weiter. Vers 5. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit, sagt jetzt die Weisheit. Und ihr Toren, nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Wahrheit, und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Also hier spricht offensichtlich eine Person, denn die hat einen Mund und die spricht. Aber eigentlich geht es um die Weisheit, die hier diesen Mund hat und spricht. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Hier spricht eine Weisheit, die offensichtlich die absolute Weisheit ist. Die sich nicht irren kann, die keine Fehler macht, die nichts Verkehrtes sagt. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold, sagt hier die Weisheit. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Und jetzt geht es weiter in dieser Ich-Form. Jetzt beginnt die Ich-Form. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit. Das heißt, die sind zwei, die gehören zusammen. Die sind auch unzertrennlich miteinander verbunden. Weisheit und Klugheit, Synonyme. Ja? Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen bin ich Feind. Die Weisheit ist also Falschheit und falschen Lippen. Lügen und Betrug, Feind. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Die Weisheit hat Verstand und auch Macht, Autorität. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Wenn das nur so wäre. Natürlich ist in jedem König und in jedem Edlen irgendeine Weisheit, aber wenn diese Weisheit nicht aus Gottes Weisheit kommt und sich von Gottes Weisheit leiten lässt, von der Sprache Gottes, vom Wort Gottes leiten lässt, dann kommt eben das heraus, was wir in dieser Welt erleben. Jetzt geht diese Weisheit weiter und heißt, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, die finden mich. Also man könnte ja sagen, hier spricht Gott. Der sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, die finden mich. Das kann man auf Gott übertragen. Aber hier, merkt ihr, spricht eben, lässt der Salomo hier nicht Gott sprechen, sondern die Weisheit, die aber mit Gott hier offensichtlich in einer engen Verbindung steht. Aber wir werden gleich merken, warum das jetzt so wichtig ist, dass wir das mit Weisheit definieren. Reichtum und Ehre ist bei mir, bei der Weisheit, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Da könnte man sich fragen, wonach streben die Menschen heute eher? Nach Gold und Silber und nach Reichtum oder nach Weisheit, die von oben kommt, die von Gott kommt? Und da glaube ich, wer kümmert sich um die Weisheit, die von Gott kommt? Wir haben Schulen, Universitäten und da ist wichtig, dass die Leute lernen, was von Menschenweisheit kommt, aber nicht von Gottes Weisheit.
Eigentlich sollten alle unsere Schulen und unsere Universitäten zunächst einmal dieses Kapitel studieren und sich einmal bewusst werden, wo können wir die wirkliche Weisheit erlangen? Wo ist echte Weisheit zu finden? Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, sagt die Weisheit hier, mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Das heißt also, wenn die Welt mit Gottes Weisheit leben würde, dann dürfte es eigentlich keine Armut, da würde es auch keine Armut geben, keine so große Schere zwischen Arm und Reich. Das wäre alles nicht da, wenn man hier mit der Weisheit Gottes sich füllen lässt. Von dieser Weisheit geht jetzt der Text weiter, den müssen wir jetzt eigentlich nahtlos weiterlesen. Und dann heißt es hier, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Also von wem ist hier die Rede? Nicht in erster Linie von Jesus, sondern hier ist in erster Linie von der Weisheit die Rede. Die Weisheit, die mit der Sprache Gottes in Verbindung steht, die sich in der Sprache Gottes zum Ausdruck bringt. Die Weisheit, die mit dem Wort identifiziert wird, durch das die Welt gemacht worden ist, da zeigen wir die Weisheit der Sprache und die Macht der Sprache, die wir da gehabt haben. Und diese Weisheit war von Ewigkeit her bei Gott. Wenn wir also diesen Text in Sprüche 8 nicht gleich mit Jesus identifizieren, sondern mit der Weisheit Gottes, dann werden wir ein Problem haben, von dieser geborenen Weisheit zu sprechen und das dann buchstäblich zu nehmen. Denn was würde das dann bedeuten, wenn wir jetzt hier lesen würden, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Das würde ja bedeuten, wenn man hier sagt, das, was hier steht, das, was hier geboren wurde, das wurde später geboren, nachdem Gott existiert hat, war das dann später etwas, was von Gott geboren wurde. Es würde dann bedeuten, wenn wir das jetzt mit der Weisheit definieren, dass Gott eine Zeit lang, eine ganze Zeit in der Ewigkeit, ohne Weisheit in sich zu haben gelebt hat, ohne Weisheit, ohne das Wort und Intelligenz gehabt zu haben, existiert hätte. Und irgendwo hat er sich dann die Intelligenz erst geschaffen oder aus sich heraus geboren werden lassen. Und er merkte schon, das ist ein Widerspruch, würde überhaupt keinen Sinn machen. Wie könnte man Gott als jemanden darstellen, der eine Zeit lang ohne Weisheit existiert hätte? Das heißt, in erster Linie kommen wir auch hier zu dem Schluss, dass das, was hier über die Weisheit gesagt wird, die von Anfang an bei Gott war, mit Gott unzertrennlich verbunden war, das ist dasselbe, was dort Johannes in 1. Johannes, in Johannes Kapitel 1 von Jesus sagt. Und erst in zweiter Übertragung können wir hier von Jesus sprechen. Aber dann wird das, was hier über das Geborenwerden gesagt wird, nicht in dem Sinn wörtlich zu nehmen sein, sondern dann wird einfach gesagt, ich war von Anfang an da. Wir können uns Gott auch nur in einer Geburt vorstellen. Irgendwo muss er ja herkommen und vielleicht ist das die Sprache, die hier Salomo gewählt hat, um hier seine Hilflosigkeit zum Ausdruck zu bringen, wie er das, was von Ewigkeit her plötzlich da war, beschreiben soll. Und prinzipiell geht es aber hier darum, dass wir hier in zweiter Konsequenz auch mit Jesus in Verbindung bringen können. Denn durch ihn ist alles geschaffen worden. Er war der Werkmeister. Da gibt es auch im Neuen Testament Stellen drinnen, die das sehr deutlich so zum Ausdruck bringen. Also hier ein Versuch, einfach über diesen Weg der Weisheit und des Wortes, der Intelligenz Gottes, die hier personifiziert wird, einmal das so darzustellen, dass wir das sowohl auf der einen Seite mit Gott Vater in Verbindung bringen können, aber gleichzeitig auch mit Jesus, in dem die Fülle der Weisheit wohnt und die Mensch geworden ist, die sich in einer menschlichen Person identifiziert. Und hier lässt der König Salomo eben auch diese menschliche Sprache sprechen und zeigt, wie eng Gottes Weisheit mit der Schöpfung in Verbindung steht, wie eng Gott mit
Sprache und mit Intelligenz und mit Weisheit in Verbindung steht, dass hier zu einer Entstehung eines wunderbaren Universums geführt hat, in dem eine Ordnung ist, die nicht mehr überboten werden kann. Und offensichtlich gibt es aber im Gegensatz zu dieser Weisheit auch eine andere Weisheit. Und davon ist auch die Rede. Ich würde euch selbst einladen und euch ermutigen, lest das ganze Kapitel in Kapitel 8 und dann in Kapitel 9 für euch weiter. Hier wird auch in Kapitel 8 am Schluss ein Aufruf gemacht, im Vers 32. So hört nun auf mich, auf die Weisheit, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, der der Weisheit Gottes gehorcht und damit Christus gehorcht, in dem die Fülle der Weisheit ist, ja, von Ewigkeit her, dass er wach werde, wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Eine sehr interessante poetische Sprache, die Bibel hier verwendet, um etwas bewusst zu machen, wie wichtig es ist, dass wir an der richtigen Weisheitsquelle anzapfen und dass wir die richtige Sprache zu uns sprechen lassen, das richtige Wort zu uns sprechen lassen. Und nur dann, wenn wir das tun, wird Leben daraus quillen und nicht Tod. Aber da gibt es auf der anderen Seite, und das ist im Kapitel 19, da ist hier nicht von der Weisheit die Rede, sondern nicht nur von der Weisheit, das geht auch hier weiter, aber dann kommt da in Kapitel 9, Vers 13 die Torheit zur Sprache. Und interessant ist, dass hier von der Frau Torheit die Rede ist. Eine sehr bemerkenswerte Beschreibung. Ich hoffe, die Frauen fühlen sich nicht betroffen. Es könnte sein, dass Männer manchmal dann sowas benutzen. Aber es ist ebenfalls eine poetische Sprache, dass hier die Rede davon ist, Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der Stadt, einzuladen alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln. Es ist so, dass die Frau in der Bibel, das geht zurück offensichtlich auf die Versuchungsgeschichte, die Frau, die erste war, die versucht wurde, und der Frau gelang es dann auch, ihren Mann zu versuchen. Und das ist ein Faktum, dem wir in der Bibel gegenüberstehen. Und offensichtlich hat hier Salomo angeschlossen an dieses Element und hat hier die Versuchungsgeschichte in das Bild einer Frau gekleidet. Und es ist auch bemerkenswert, das ist ein Gedanke, der sich durchzieht bis in die Offenbarung. In der Offenbarung wird von einer Hure auf dem Tier gesprochen. Also auch wieder das Bild einer Frau. Und ich glaube, alle, die die Bibel lesen, sind gewohnt, das so zu denken. Aber jetzt ist auch wichtig, dass sich damit nicht die Frauen ganz generell einfach als die angesprochen sehen müssten, die eben die Verführer sind, sondern damit das ausgeglichen ist, hat Gott es auch im positiven Sinne, hat er die Frau ausgewählt und nicht den Mann. Nicht einen jungen Mann hat er zum Symbol der Gemeinde gemacht, sondern eine Jungfrau. Eine Jungfrau, die als Braut Christi dargestellt wird. Und wir können uns alle, ob Mann oder Frau, können wir uns aussuchen, was wollen wir sein in den Augen Gottes? Eine Jungfrau oder eine Hure? Und das kann Mann und Frau betreffen, egal wo man steht. Es geht hier nur um ein Bild. Und wir müssen jetzt fragen, wer ist also die personifizierte Torheit? Dort haben wir gesehen, die personifizierte Weisheit ist auch eine Sie. Nicht? Das ist ja auch sie, die Weisheit, ist auch eine Frau. Also die Weisheit unter dem Bild der Frau und die Torheit unter dem Bild der Frau. Das ist identisch mit dem, was wir jetzt gerade über die Jungfrau und Babylon gesehen haben. Das ist die biblische Symbolsprache, hinter der eben diese Wahrheit zu finden ist.
Und man müsste fragen, und wer ist denn die personifizierte Weisheit? Die haben gesagt, das ist Christus. Das Wort, die göttliche Sprache, die die Menschen führt zum Leben. Und auf der anderen Seite haben wir einen Gegenspieler, der wohl hier mit der Torheit in Verbindung gebracht werden muss. Und das ist auch eine Person, die schon im Himmel gegen Gott gekämpft hat. Es ist Satan, der hier als der Gegenspieler Gottes dargestellt wird. Und wir haben letztendlich nur zu entscheiden, auf wessen Sprache hören wir. Welche Sprache, welches Wort wird für uns wichtiger sein? Und darüber werden wir in unserem nächsten Thema weiter nachdenken. Wir werden diese beiden Pole, die Weisheit Gottes, der Weisheit dieser Welt und der Weisheit des Gegenspielers Gottes gegenüberstehen. Und wir werden merken, wie von Anfang an, wie die ganze Geschichte der Menschheit eigentlich immer von diesen zwei Sprachen geführt und gelenkt wurde. Und ich glaube, dass es wert ist, dass wir diese ganze biblische Geschichte und die Weltgeschichte von diesem Hintergrund der Sprache aus, des Wortes, einmal so von der Seite her zu betrachten suchen. Und ich hoffe, ihr habt den Gedanken folgen können. Falls da irgendwas drinnen war, was ihr schwer nachvollziehen könnt, lasst es mich wissen. Wo ihr meint, ihr könnt das nicht ganz so sehen oder so übertragen, sind Gedankenanstöße, die dazu führen sollten, dass wir nicht immer mit derselben Sprache sprechen und immer wieder die gleichen Gedanken heruntersagen, sondern dass wir auch in der Bibel lernen, Dinge neu zu sehen unter neuen Bildern, aber trotzdem alte Wahrheiten zutage treten. Das hoffe ich, dass mir das gelungen ist, in diesem Zusammenhang das zu vermitteln. Und ich möchte euch einladen, dass wir noch mit einem Gebet diese Gedanken beschließen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns durch dieses Thema hier geführt hast wieder, dass wir Gedanken aufnehmen konnten, die uns durch dein Wort vorgegeben sind, verschiedene Bilder, durch die wir verstehen sollten, wie du dich selbst gedacht hast, wie du Jesus Christus als deinen Sohn, den du in diese Welt gesandt hast, um als Mensch hier personifiziert, deine Weisheit den Menschen zu offenbaren. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen durch dieses Wort, dass du dieses Wort erhalten hast und dass du uns auch die Möglichkeit schenkst, aus diesem Wort viel Weisheit und Erkenntnis für unser Leben zu schöpfen und dadurch auch unser Leben zu orientieren. Hilf uns auch weiterhin, hilf allen, die jetzt diese Botschaft gehört haben und diese Gedanken aufgenommen haben, dass sie auch selbst damit etwas anfangen, dass es in die Praxis ihres Lebens etwas bringen kann, und schenkt uns bei unseren weiteren Themen deine göttliche Führung und Weisheit, um auch hier immer tiefer in deine göttlichen Wahrheiten eindringen zu können. Hab Dank für deine Liebe und für deine Fürsorge, mit der du uns auch weiterhin geleiten möchtest. In Jesu Namen danken und bitten wir es. Amen. Schön. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und hab gemerkt, ich bin eben schon wieder aus meinem Chat herausgefallen. Es tut mir leid, dass ich eure Botschaften da nicht sehen kann. Vielleicht hat der eine oder andere irgendwelche Gedanken mitgeschrieben oder Fragen gestellt, die ich jetzt leider nicht sehen kann. Ich werde dann versuchen, da noch hineinzukommen. Aber ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr mir irgendeine E-Mail schickt oder ja, auf die Art und Weise mir vielleicht zukommen lässt, was vielleicht verstanden wurde, was nicht verstanden worden ist. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wir haben mit Jürgen, der versucht schon einiges zu probieren, warum ich da aus diesem Chat immer wieder herausfalle nach einer gewissen Zeit. Aber ich hoffe, wir kommunizieren trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise, dass wir uns gegenseitig auch austauschen können. Damit wünsche ich euch einen guten Abend und bleibt gesund und bleibt dran, auch selbst eure Gedanken weiterzumachen. Gott segne euch und bis zum nächsten Mal am nächsten Donnerstag um, wenn so Gott will, um 20 Uhr. Auf Wiedersehen aus Klagenfurt.